Ich hab mir das moin schon moin und herzlich willkommen zurück ich glaub nicht, zu Gothic 2. Ja, ich bin hier jetzt oben bei Bengas Hof auf der Jagd nach Drachensnapper. Ich will die letzten Drachensnapper, die hier sind, einmal erledigen, einmal dezimieren. Und am besten... Also... Ich guck mal, wo finden wir welche, die noch alleine sind? Hier waren die ja zu zweit. Ich würde mal schauen, ob ich vielleicht einen erstmal anlocken kann von denen. Da. Da sind sie. Welchen könnte ich anlocken? Einer wird mir schon reichen. Komm. Komm schon. Ja, perfekt. Die Entfernung müsste reichen. Wenn ich den erledigt habe, dann kann ich den anderen auch direkt holen. Yo, ohne einmal getroffen zu werden. Nice. Speichern, schnell. Ohne einmal getroffen zu werden. Das war richtig nice. Okay, der war ein bisschen kritischer. Ich würde aber dann vielleicht lieber was anderes erstmal essen wollen. Hier, Lebensenergie Bonus 10. Hier, was können wir noch essen? Können die Dinger auch mal essen. Was haben wir hier? Bonus für maximales Mana 3. Oh. So, Loose Hammer Wirkung. Nice. Okay. Aber weiß warum, weiß ich nicht, aber ich fand das jetzt sehr interessant. Und wir haben auch so viele Waldbären. Was macht das? Mana und Leben. Ich war, also aktuell weiß ich sonst nicht, was ich so, noch machen könnte, sollte, müsste. Also mit den Kräutern meinte ich jetzt, so. So, haben wir jetzt 2 Minuten durchgehend, glaube ich, Waldbeeren gefressen? Weiß ich nicht. So, speichere ich noch einmal. Und ich suche den nächsten Snapper. Den Drachensnapper. Boah, ich freue mich gerade richtig, die alle ausschalten zu können. Dass wir dazu in der Lage sind. Bitte sag mir, dass hier nur einer ist. Genau, um der Drachensnapper. Der war für eine Quest relevant, glaube ich. Wenn der schnaubend ist. Wolfszahn. Warte mal. Butlerfleisch. So, es ist auch schon mittlerweile dunkel. Und wo geht's da hin?
Okay, hier da ist schon Ende der Karte, glaube ich. Oder? Ne, doch. Nice, Alpha-Wende. So, hier gibt es sonst nichts mehr. Gut, der Dude hat den Einsnapper hier erledigt haben wollen, den Schnaubenden. Dieses furchtbare Tier ist tot, nehme ich an. Dann kann ich mich bei der Jagd endlich wieder frei bewegen. Hier hast du das versprochene Geld. Dankeschön. So, wo gab's hier noch einen Drachensnapper? Da haben wir noch einen am See. Ich speichere mittlerweile viel zu viel. Ich bin aber auch echt paranoid bei dem Spiel geworden. So, komm. Waldbeeren machen wir erstmal leer. Hier, die geben sogar 10 perfekt Heilpflanzen. Komm, dann müsste ein bisschen schneller gehen. Ja, das wird ewig dauern. Sorry. Hey, aber dafür kriegen wir jetzt alle Gegner hier einmal weg. Hoffe ich zumindest. So, nochmal speichern. Und gucken, wo sind die nächsten Snapper? Hier. Auf der anderen Seite der Brücke war definitiv noch einer. Da, den zwei. Und ein Suchender. Der hat bitte herzukommen, ja? Den da bitte auch. Auch bitte einmal rüberkommen. Ich hoffe, hier ist sonst keiner mehr. So, dann wieder die Heilpflanzen. Ich mach die jetzt einfach mal alle leer. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das später wieder sein wird mit den Dingern hier. Aber ich fress lieber jetzt die Dinger. Anstatt die Heiltränke zu verbrauchen. So, den Jut machen wir auch nochmal fertig. So, und ich bin froh, dass die jetzt alle so leicht von der Hand gehen. Gerade die Suchenden, die waren so eine Plage für mich. Jetzt gehen die so einfach weg. Die Drachensnapper, da hatte ich weniger Probleme. Die waren ja weniger im Weg. Die Suchenden waren das Problem. Hier gibt's nichts mehr. Gut, dann gehe ich einmal zu Pyrokar.
bevor ich da weiter reingehe. Ich will jetzt erstmal hier mich erlösen lassen. Ein Trank der Erlösung. Beziehungsweise habe ich noch so einen Trank? Ne, ich habe so einen Trank nicht für die Erlösung. Dann kann ich auch mit ihm einmal auch noch die Quest erfüllen lassen. So, warte mal. Genau, das ist der richtige Weg. Denn nachdem wir bei Pyroka waren, wir haben ja jetzt alle Suchenden erledigt. Gehe ich mal von aus, dass keine mehr übrig sind. Dass wir dann in Ruhe schlafen können. Ne, da ist noch einer. Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. So. Keine Ahnung, von wo der jetzt herkam, aber gut, dass wir den jetzt auch noch erledigt hatten und über den Weg gelaufen sind. Apropos, der müsste doch auch noch Tränke haben. Hey, Iskarot. Du. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nee, der hat keine Tränke mehr. Nope. Aber ich kann ihm wahrscheinlich hier meinen ganzen anderen Stuff, den ich nicht brauche, andrehen. Boah, ich mag die Musik hier auf jeden Fall. Hier, Steintafel des Quahodron. Ich glaube, das brauche ich nicht, oder? Aber hier die Krallen, Knochen eines Skeletts, Stacheln, Wagfell, Flügel, Toro-Schlüssel, passt zu einer Truhe. Aus Manitla, okay. Aquamarin, Pech. Den behalten wir, alte Münzen behalten wir. Ein Blutkelch. Minecrawler-Platten-Dinge. Bloodwinds Kopf. Ich glaube, die Steintafeln brauchen wir nicht. Ich behalte die trotzdem mal. Komm, das kann weg, das kann weg. Die können weg. Die können weg. Kohle kann weg. Gletscherquarz behalten wir mal. Ich glaube, die behalte ich auch erstmal. Und segne mich. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Okay, möge Innos allzeit über dich wachen. Hat mir nicht viel gebracht. Ich hatte gehofft gehabt, er würde, also sein Segen würde mich irgendwie doch erlösen, sagen wir mal so, von der Besessenheit. Hier Jorgen. Was sagt die Uhr? 20.47 Uhr und schon so dunkel. So, Milton, ich habe auch ewig nichts mehr von dir gehört. Er sagt aber auch nichts mehr. So, Palan. Diebstahl. Daran wird sich nie etwas ist ein Verstoß gegen die Regeln des Klosters. Diese Verfehlungen müssen bestraft werden. So will es das Gesetz Innos. Du wirst eine entsprechende Spende an das Kloster zahlen. Wie viel? 50 Goldstücke. Möglich ist alles. Ich will die Strafe zahlen. Ich habe nicht. Komm. Ich will die Strafe zahlen. Ich nehme deine Spende an. Wer erzählt denn sowas? Deine Verfehlungen sind dir vergeben. Möge Innos dir die Weisheit schenken, nicht nochmal den gleichen Fehler zu machen. Okay. Keine Ahnung, sag du es mir. Hab total vergessen. Was ist jetzt mit dem Salandril? So, Pyroka. Besessenheit heilen? Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn.
300 Goldmünzen. Gut, hier hast du das Geld. Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Und ich habe mit Vatras gesprochen. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Innos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ohne dich geht es nicht. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Hm. Okay, interessant. So, jetzt aber erstmal die Besessenheit heilen. So, Heilung der Besessenheit. Ich fühle mich erlöst, perfekt. Das heißt, ich kann jetzt pennen. Und das heißt dann, wir können uns gleich auf den Weg machen in Richtung Minental. Beziehungsweise auf dem Weg in Richtung Minental gibt es ja noch ein paar Orks, die ich besiegt haben möchte. Das wird auf jeden Fall noch ein... Das wird noch ein Spaß gegen die. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die dort jetzt sein werden. Also wenn vor allem auch... Also... Ich weiß, die sind da auf jeden Fall sehr in der Überzahl. Und dass die dann vielleicht ein paar Mal mehr kommen, also ein paar mehr auf einmal. Deswegen bin ich gespannt, wie ich mich da durchschlagen werde. Aber ich habe vor, mich da durchzuschlagen. Ich kann nichts sehen. Jetzt sehe ich was. Okay, auf der Karte. Karte sage ich schon. Auf dem Bildschirm. So, ich will hier mein Zimmer. Interessiert mich nicht. Ich hätte das anders gemacht. Das habe ich früher auch immer gesagt. So, wir gehen pennen. Bis zum Morgengrauen. So, und auf zur Minenkolonie. Vor ganzen Snappern und Orks und so weiter befreien. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auch schon gegen die Echsenmenschen dort ankommen. Oder gegen den Drachen. Da war ja noch ein Kraut, noch ein Feuernessel. Gegen die Drachen bin ich mir nicht sicher, ob wir da schon ankommen. Oder Echsenmenschen. Können wir gerne riskieren, ausprobieren. Aber Orks definitiv und Snapper auch. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch mehr Snapper, die ich übersehen haben könnte? Ich glaube nicht, hier gibt es keine mehr. Gut, dann auf geht's. Boah, ich freue mich schon. Ich freue mich richtig gerade drauf.
Apropos, wir haben... Oh! Wo... Ne? Ich dachte schon, ich habe das Grab da nicht mal gesehen gehabt. Hier wurde jemand beerdigt. So, alles Fleisch ist durch. Zu weit entfernt. Direkt hier hinter ist aber keiner. Okay. Und es fängt an zu regnen. Na, wunderbar. So, wie weit sind sie oder wie nah? Ich speichere vielleicht mal hier. Ach stimmt, hier vorne hatten wir die beiden mit Schwierigkeiten besiegen können. So, der wird uns gleich sehen. Ich habe jetzt drei gehört. So, alles mitnehmen. So, jetzt bin ich gespannt. Nein! Nein! Und ich habe nicht gespeichert gehabt. Aber ey, das hat sich jetzt aber auch ganz blöd, da habe ich mich jetzt ganz, ganz blöd angestellt gehabt. Das war jetzt mein eigener Schuld. Aber ich versuche mal jetzt ein paar so anzulocken. So, den haben wir. Jetzt speichere ich noch einmal. Weil jetzt haben wir den ersten. So, den nächsten. Den haben wir auch. Wo ist seine Axt? Da. Jetzt muss ich aber eben noch mal ein paar Heilmittel nehmen. Habe ich jetzt aus Versehen fallen gelassen. Warum auch immer. So. Okay, das war keine gute Idee, wie die jetzt hier gekommen sind.
So, ich lock die mal ein bisschen weiter weg. Okay, gegen zwei. Wo ist der andere hin? Okay, das haben wir noch geschafft. Nichts zu plündern. So, der hat noch einen Heiltrank gehabt. So, dann heilen wir uns noch mal ein bisschen. Warte mal. Wir nehmen noch mal den großen. Dann noch ein paar von denen. Und dann noch mal zwei von denen. So, speichern. Dann locken wir den Rest dann noch an. Das sind schon ein paar viele, aber wir, wenn wir so weitermachen, wir kriegen die alle erledigt. Apropos, okay, Skillpunkte sind wir schon mal gut aufgestellt. Kommen die hinterher? Okay, nice. Den haben wir auch erledigt. So, wie sieht's aus mit dem? Okay, haben wir auch hingekriegt? Nichts zu holen. Der hat nichts. Und nochmal speichern. Wir machen die alle platt. Das kriegen wir hin. Machen wir ein bisschen länger die Folge dafür, weil ich auch Anfang der Folge viel gefressen habe. Warte mal. Wenn wir uns noch ein paar... Ich wollte eigentlich, hier auf die Kräuter gehen. Und nochmal speichern. Ich frag mich aber auch, warum hier eigentlich so viele Orks sind. Leichte Ork ab. Wenn wir jetzt... Was? Feldrübe? Wo habe ich die Feldrübe her? Wenn ich die jetzt auch nochmal fresse. Das ist jetzt zwar Mana und Lebensenergie, aber besser so als gar nicht. Okay, das heißt, jetzt speichern und... die beiden da nochmal angreifen. Ich hoffe, das sind jetzt die letzten. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr. Oh, da hinten gibt es immer noch welche. Okay. Hallo? Da ist nichts zu holen.
So, okay, der Ork-Krieger hat nichts. Der aber. Wo ist seine Axt? Ich ergreife mal ganz kurz die Flucht, bevor der mich noch mehr kaputt macht. Ah, der schafft auch durch. Okay. Kommt er hinterher? Ich hoffe nicht. So, ich fress die Dinger mal weiter. Was macht das? Mana-Bonus. Ich muss mehr Heiltränke wieder kaufen, irgendwo. Von was weiß ich woher. So, und nochmal speichern. Aber wir machen jetzt alle fertig. Die Folge werden wir so lange überziehen, bis wir alle erledigt haben von denen. Wie sieht es mit dem da aus? Finde ich super. Nice, der nächste. Alle geschafft. Okay, jetzt frage ich mich, wie es weiter da hinten aussieht dann. Ich muss jetzt aber noch mal ein bisschen was futtern hier. Irgendwann haben wir aber auch keine, gar nichts mehr für Leben wieder. Ich verbrauche wieder viel zu viel von denen. Aber komm, wir gehen jetzt noch weiter rein. Gibt's da noch was? Ist das noch ein Weg? Jo, tatsächlich. Okay, den Ladebildschirm seht... Ah, jetzt seht ihr den. Warte mal. Ah. Also da. Okay, das ist krass. Vor allem hier sind wir im ersten Teil reingeworfen worden. Im ersten Gothic, ganz am Anfang. So, keine Ahnung, was das für ein Trank war. Ne? Da war noch was. Steinbrecher, okay.
Ich find's nice, dass wir jetzt hier sind. Ist hier noch ein Ork? Und das ist das, wo wir quasi gelandet waren. Ich sehe da unten schon mal einen Ork. Aber ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.